Guten Morgen aus dem Kurpark. Ich bin die Susi vom Schliersee-Magazin und hier ist jetzt gerade die Ruhe vor dem Sturm. Heute findet nämlich der legendäre Sixus Alpentriathlon in Schliersee statt und ich bin dabei und zum allerersten Mal auf der olympischen Distanz. Die Radstrecke ist dieses Jahr neu und zwar wird nicht so bergauf, bergab gefahren, sondern es geht einfach auf der Straße bis Bayerischzell und dann noch ein Stückchen nach Tirol. Aber vor der Grenze Turn zurück und natürlich den legendären Anstieg zum Spitzingsattel rauf. Es heißt heute für mich 1500 Meter schwimmen im Schliersee, dann geht's aufs Rad, 40 Kilometer radeln und oben am Spitzingsee kommen noch 10 Kilometer laufen dazu. Und ich habe gehört, heute gibt's einen Kaiserschmarrn. Für mich ist ja die erste olympische Distanz. Es ist bestimmt nicht dein erster Triathlon. Das ist nicht mein erster Triathlon, aber wie gesagt, nach wie vor jedes Mal wieder Überwindung, jedes Mal wieder Nervosität. Und hast du noch irgendeinen letzten guten Tipp für mich? Ja gut, jetzt bin ich natürlich der prädestinierte Schwimmer. Bei mir geht es darum, wirklich locker zu bleiben, also eher so gefühlt zu planschen, damit ich mich da nicht zu viel verausgabe, weil dann kann ich das Radfahren und das Laufen einigermaßen genießen. Also ich würde sagen, take it easy, es dauert 2,5 bis 3 Stunden, also folglich nimm dir die Zeit, jede Strecke zu genießen, langsam anfangen und nicht in das Getümmel stürzen, also auch wenn du vielleicht eine gute Schwimmerin bist, was bei mir nicht in Frage kommt. Aber wie gesagt, der schöne Spruch, hinten ist die Ente fett, also sprich, wer hinten noch Körner hat, der kann es dann auch richtig genießen und ist vielleicht dann auch sportlich ganz gut dabei. Ja, perfekt. Vielen Dank für den Tipp von Peter Schlickenrieder. Nicht zu schnell starten und hinten raus genießen. Jetzt geht's gleich los und ich darf radeln in der Damenstaffel. Ah, ich freue mich schon. 10 bis 40 und dann sind sie durch den Doppel. Ich bin die Renate Forster, habe glaube ich schon über 20 Mal hier mitgemacht am Schliersee Sixus Trail. Ist ein bisschen auch immer mein geheimer Höhepunkt. Ich bin froh, dass uns der Herrgott das schöne Wetter geschenkt hat und vor allem den Neustartern, sage ich mal, auf allen Disziplinen ein super Rennen. Ich bin im Ziel angekommen, fix und fertig, aber mega happy. So geschmeidig den Spitzingsattel bin ich noch nie raufgefahren. Oben ein 195er Puls Richtung Albert Link. Erstmal muss ich schauen, dass der Puls wieder ein bisschen runtergeht. Und dann die Laufstrecke genossen am Spitzingsee. Und jetzt werde ich mir ein kaltes Getränk springen hier in Spitzingsee. Und freue mich auf nächstes Jahr! Komm, 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 komm.
geht's, komm! Da geht doch richtig was, los! Geh schon, komm, 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 komm! Und jetzt lauf! Doch! Ja, erstmal ist das Verbrauchen. Alle nicht, und ne? Die doch. Sind kaum im Ziel. Das kann eigentlich nicht so. Gerhard, seit Anfang an dabei und jetzt in den Geschichtsbüchern der älteste Finisher, der Schliersitrierin. Und der hat so viel Zeit, den sie noch übrig gehabt, den sehen wir auch in der 90 bis 94 noch hier oben, da bin ich mir sicher.